So, Welle kommt gleich. Die Zwerge sind alle beschäftigt. Ich hoffe mal, die Zwerge sind einigermaßen ausgeruht. Ja, alle... Okay, fast alle volle Herzen. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Das Portal da unten verlängern wir mal. Wir haben ja neues Mana bekommen. Und unsere Festung sieht absolut unepisch aus. Mit nur einer Etage über dem Meeresgrund, wollte ich schon sagen. Das muss auch noch alles abgesenkt werden. Aber naja, nicht so wirklich wichtig. Wichtig ist eher, dass wir die Wände alle einmal abreißen und im richtigen Abstand von der Festung neu aufbauen. Ja, ist auch nicht wirklich wichtig, aber das sieht einfach besser aus. So. Portal. Hinter einem davon, aber das ist okay. Und ich sehe keinen Indikator, dass die irgendwie Schaden nehmen. Also langsamer werden sie, ja, das sieht man. Aber sonst, die einen haben gerade auf den Block geschlagen und der Rest haut jetzt da oben drauf. Aber sie machen keine Räuberleiter. Na gut. Wir haben also wohl noch ein wenig Zeit. In der Zeit können wir was genau machen? Wir können Dekolöcher stopfen. Zack. Prioritäten und so. Das weg, das weg, das weg. Graben, 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 graben. Wir haben richtig schön viel Eisenkohle. Haut das zeitlich hin? Ja, haut mehr als hin. Die kriegen in der Nacht jetzt vielleicht den einen Block hier kaputt. Und das war's. Also können wir uns schön um den Tickbaum kümmern. Wir hätten gerne... Scaffolding. Ah ja, okay, kein Holz. Das heißt, wir müssen jetzt die Metallschiene weiter. Wo ist Stahl? Da ist Stahl. Stahl, Papier, Stoff. Alles auf einem Dingens. Bringt uns nur bedingt weiter. Weil für alle drei anliegenden Tech-Felder braucht man jeweils noch ein anderes. Das ist nicht ganz so schön. Nachttopf. Ein Eistisch. Wie cool. Wir hätten vielleicht in der Eiswelt doch noch ein paar Sachen bauen sollen, bevor wir durch das Portal springen. Weil ich denke mal, die Sachen hätten wir auch schon alle herstellen können. Aber gut, Nachttopf braucht nur Ton. Ton ist einfach herzustellen. Wir verbrauchen kein Holz. Das ist sehr gut. Also ganz viele Nachttöpfe. 9 Stück. Was genau machen die Dinge eigentlich? Ein Komfort. Können wir allerdings nicht... Oh, doch, können wir. So, kriegt jeder jetzt einen Nachttopf und ein extra. Bitteschön. Ich glaube, früher ging das nicht. Also in der letzten und vorletzten Welt hatten wir schon mal probiert. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ging es nicht. So, die sind durch den ersten Block durch. Versuchen den zweiten. Okay. Also Nachttöpfe werden gebaut. Wir haben dadurch nichts freigeschaltet. Aber zusammen mit Stahl, was wir gleich eh ganz viel herstellen müssen, können wir dann das hier freischalten. Wobei wir hier auch überall Holz für brauchen, außer vielleicht die Blümchen. Das heißt, wir können die Blümchen missbrauchen, um zu den Lederrüstungen zu kommen. Also Kohle. Wo ist das ganze Eisen hin, verdammt? Ja, das dauert eine ganze Ecke mit der Stahlproduktion. Und ich habe irgendwie den Verdacht, wir brauchen das Eisen für was anderes. Was sagen die Werkzeuge? Ja, hier ist noch ein Steinwerkzeug, 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 Steinwerkzeug. Nee, gar nicht. Okay, wir könnten noch 4 Eisenäxte herstellen. Aber mal im Ernst, wie oft gehen wir Holz hacken? Ich glaube, das können wir uns sparen. Gut, also alles zu Stahl verarbeiten. Da. Was brauchen wir für Papier nochmal? Holz. Für Stoff brauchen wir nur Wolle. Wie viel Wolle haben wir? 2. Farbe. Was brauchen wir für Farbe? Beerenbüsche haben wir 0. Beerenbüsche kamen, glaube ich, aus diesen vertrockneten Büschen raus, die wir jetzt nachts nicht so wirklich gut sehen können. Den da. Ne, nicht den. Es gab andere.
Lieder. Ich glaube, da kommt ein Bärenbusch raus. Oh ja, dementsprechend auch selten zu bekommen auf dieser Karte. Nachttöpfe stehen, Totem freut sich ein Keks. Essen ist da, die Welt ist gut. Doppelte Geschwindigkeit. Stahl wird hergestellt. Da würde ich gerne hin. Bau da mal bitte Erde. Bau da und da und da bitte Erde. Für später. Hier zumachen, zumachen, zumachen. Das alles einsammeln. Dafür kriegt ihr auch ein neues Portal. Da. Das hält zwar noch 2 Minuten, aber pro Zwerg durchspringen wird es halt weniger. Und, ne? Hier unten sind Dingensbummens. Genau die. Und so ein komisches Krabbelvieh. Oh, und Silber. Aber Silber ist noch eine Weile hin. Wir sollten erstmal auf dieser Höhe weiterarbeiten. Und alles an Eisen und Kohle rausholen. Da zum Beispiel ist noch mehr Eisen. Das da weg. Ja, sind alle ziemlich grumpy, die Zwerge. Und die Welle müsste weg sein. Genau, 47 Minuten noch. Schön, schön. Wir sollten aber jetzt ein wenig Schadensbehebung betreiben. Das da weg, das da weg. Hier sonst nix. Eigentlich müssten wir alles an Sand hier abbauen und durch Erde ersetzen. Aber das können wir in so 10, 20 Folgen machen. So, du weg. Da bitte einen Stein hin. Da sind wir hier auch wieder sicher. Links sowieso. Auch wenn wir hier nur 2 Mauern haben und nicht 3. Und hier so zwischendurch mal ein bisschen ersetzen. Einfach nur, weil wir es können. Genau, hier haben wir jetzt ein Dirt gebaut. Das heißt, das da können wir abbauen. Die Fackel kann auch mal weg. Da kann ein bisschen Dirt hin. Hier ist Silber, das wollen wir nicht. Hier sind Diamanten, die wollen wir auch noch nicht. Wir wollen nur das gute Zeug, das da. Also ehrlich gesagt wollen wir nur da lang. Weil die Gesteinsschicht hier unten ist zu hart. Da habe ich in den Patch Notes was gelesen. Dass man jetzt bessere Werkzeuge braucht, um die tieferen Gesteinsschichten abzubauen. Und man sieht hier, dass es doch ein bisschen dauert. Ein bisschen sehr. Bei doppelter Geschwindigkeit, ne? Zu. Das sieht doof aus, aber na gut. Zu. Wow, okay. Ein Beholder ist momentan noch ein bisschen schwierig für uns, aber ich denke mal, mit 7 Zwergen kriegen wir das hin und wir haben dann hier ganz viel Eisen. Also Portal dahin und töten. Hantamata, barfuß, Beholder töten. Das ist doch mal zwergisch. Und das Schild bitte weg, danke. Das ist ein Mini-Dungeon. Oh, erster Zwerg muss fliehen. Und eine erloschene Fackel. Auch nicht schlecht. So, droppst du jetzt irgendwas Interessantes? Ja, Loot vom Beholder. Und zwar sein Auge. Wozu auch immer ein Beholder-Auge da ist. Wahrscheinlich irgendein Trank. Sehr schön viel Eisen. Der Stein sieht auch komisch aus. Crunch, crunch, crunch. Das weg. Hier kurz einen Block hinsetzen, bitte. Damit wir da rankommen. Das alles abbauen, das abbauen. Und du machst nur Sand kaputt, ist okay. Dich verlängern wir gleich ein, zweimal. Das sieht cool aus. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho! So, da gleich wieder zumachen, sobald die Ressourcen eingesammelt wurden. Bauen, 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 bauen. Zu. Da wurde auch was geändert. Also wenn die Zwerge durch das Aufsammeln Dirt im Inventar haben, können sie es auch gleich benutzen.
Vorher mussten sie immer ganz zum Stockpile zurücklaufen, was ja doch ziemlich nervig ist. So, hier alles wegmachen. Damit wir da hoch ran können. Zu. Zu. Geht weg, Zwerge. Und selbst das scheint auch besser zu laufen. Also, dass die Zwerge absichtlich Platz machen, wenn irgendwo irgendwas gebaut werden muss. Das war ja vorher doch ganz schön krampfartig. Das da kann weg. Da kann auch mal zu. Obwohl, warte mal. Erstmal dazu machen. Dazu machen. Jetzt das weg, das weg, das weg. Und dann wieder auffüllen. Dann gucken, was hier oben noch so ist. Gar nichts, hm? Doch, noch mehr von den Ameisenviechern. Zu. Leiter nehmen wir mal mit. Nicht graben. Entferne Leiter. Vielleicht erst hochklettern und dann die Leiter entfernen. Aber okay. Zu. So, da hätten wir noch einen Klumpen Eisen, aber das... Oh, das Viech macht Kohle kaputt, das geht gar nicht. Töten. Warte mal. Töten. Aha. Da kriegen wir auch Chitin her, was auch immer wir mit Chitin anstellen können. So, das bitte weg. Ich hoffe mal, wenn er dann hier steht, kann er das da auch abbauen. So, das Portal auch nochmal verlängern. Wir brauchen unbedingt den nächsten Level-Up für einen größeren Mana-Pool. Das lassen wir mal so, wie es ist. Die Leute hier müssen tierisch viel krabbeln, aber das ist okay. Bau. So. Ja komm, hier, Portal. Da auch Portal. Geht einfach raus. Löcher wurden geflickt? Nein, nicht wirklich. Hier brauchen wir 9. Links ist, ja, nicht so wirklich toll, aber wir haben hier einen Baum, den wir mitnehmen können. Wie schaut es in der Oase aus? Mau. Sehr mau. Aber ich glaube, es ist noch eine Wurzel dazu gekommen. Wirbelsturm saugt nur Wasser auf. Und ein paar Dodos, aber das ist okay. Zwerge ruhen sich aus. Techbaum. Oh, Ziegel, warte mal. Ton ist einfach einigermaßen herzustellen. Wasser auch, Kohle. Geht so. Ich würde Kohle ungern dafür benutzen. Aber das bringt wesentlich mehr Erfahrungspunkte als Stahl. Jedenfalls die ersten 1, 2. Ich stelle ein paar davon her. Also es scheint auch so, beim ersten Mal herstellen vom Gegenstand gibt es mehr Erfahrungspunkte. Und danach dann halt weniger. Viel weniger. Ach du gute Güte. Ja nö, Ziegel werde ich diesmal nicht benutzen. Also ja, man kann die Ziegel benutzen als Außenmauern zum Beispiel. Aber wir hatten in der letzten Welt gesehen, dass das doch recht komisch ist. Denn doch lieber diese massiven grauen Steinwände. Bunkerartig halt. Farbe konnten wir nicht herstellen. Papier stelle ich jetzt einmal her. Für den Erfahrungsbonus beim ersten Mal herstellen. So. Mehr mache ich aber nicht wegen dem Holz. Und stelle dafür aber noch mehr Stahl her. Stahl werden wir immer brauchen für Rüstung und Waffen, glaube ich auch. Und Level up, wenn es hergestellt wurde. Gut. Halbe Stunde noch Zeit, bis die Welle kommt. Hier sind noch Arbeiten angedacht. Das Ding kann sterben, das kann abgebaut werden. Leben niedrig. Jo. Ein paar Stacheln, aber die brauchen wir nicht wirklich. Oh, noch mehr Kohle. Zu. Oh, und Gold. Gold ist viel wichtiger als alles andere. Weil da kriegen wir Kohle für. Quatsch. Holz. Donk. Oh, war da auch gerade eine neue Animation? Da war so ein kleines Puffwölkchen, als wir das Ding gekillt haben.
Fand ich jetzt nicht so wirklich reinpassend, aber na gut. Allgemein könnte das Spiel ein bisschen mehr gewaltverherrlichende Elemente gebrauchen.